Hi Leute und willkommen zurück zu Splatoon 2 in der Octo Expansion. Unser kleiner Octoling möchte heute das da machen. Verteidige Achterkapseln. Bin gespannt, ob wir es gut hinkriegen. Damals hatten wir schon ein paar Probleme, weil das auch relativ knapp bemessen ist. So. Wir nehmen, was wir wollen. Ich nehme die, weil die sofort zerplatzen und besser zu timen sind. Ja. Ich glaube, das ist nicht so geil. Ich kann zwei davon werfen, das ist auch gut. Wow, schon wieder. Oha, oha. Bin gespannt. Go! Ich kann jetzt eine Waffe dazu aussuchen. Welche Waffe nehmen wir uns? Oh, dann kann ich da. Die Mario. Ja, man kann schön Powerfall geben, aber die fahren nicht so lang. Das gefällt mir, dass man sich aussuchen kann. Die am besten liegt. Ja. So, ne? Wow. Yo! Mein Schild war gebrochen, deswegen habe ich ein bisschen gefehlt. Uff! Das gibt's nicht! Das ist immer um die Fußrudeln! Nein! Ah, danke. Boah, jetzt rumgewuselt. Plötzlich sind die, schwimmen die irgendwie gerade noch so neben ein. Ich verstehe nicht, wie sie es immer so schnell hinkriegen. Weil eigentlich ist so alles voll an meiner Farbe. Jawohl.
da. Weiß nicht, wie das gemacht wird. Glaube ich nicht. Warum waren denn das jetzt so viele? Uff. Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich so schnell reagieren soll. Da können sich aber wirklich nicht mehr zu viel sein. So, dann wollen wir nochmal direkt die nächste Mission angehen. Wir gehen, glaube ich, hier runter. Dann können wir direkt zum Dingsbums schon mal gehen. Sieger geht ins. Oh nein, nicht schon wieder. So, gerade eben erst getan. Jetzt kriegen wir Waffen zugewiesen, oder? Tintenfischplatz. Luna Blaster. Ich habe keine Ahnung von dieser Waffe. Okay, dann ist das wieder sowas, wo wir runterfallen sollen. Ah, schön, das war's. Ich dachte, da kommt jetzt noch was, weil wir hatten im Verhältnis relativ viel Zeit. Perfekt. Gut. Neuer Entry im Chatlog. Jo, die gucken uns als erstes an. So, 9. Mein Name ist Knuddelfisch, aber ich bin kein Knuddelfisch.
Mittelfisch, okay. Aber alles, was ich will, ist köstliches Futter auf dem Tisch. Dann solltest du noch etwas arbeiten. Marina hat den Chatraum betreten. Hallo Leute, jo, hallo. Arbeitet ihr gerade an ein paar Texten? Betonung auf Arbeiten, da geht noch was. Der gute Opi rappt ja hobbymäßig, aber das läuft alles noch nicht ganz so rund. Zum Glück bin ich ja da. Kein Freund von Hip-Hop, kann mein Feind sein. Meiner schon. ich lade mal einen von Perlas alten Raps als Beispiel hoch. Dunkle Nacht, Schlafenszeit rum, schon kurz nach 8. Wer braucht Freunde bei einer Rhythmusmacht? Rhythmusmacht? Wieso Macht? Spürt ihr meinen Flow, euren Nacken hochschleichen? Hier kommt Perla, erkennt die Zeichen. Super. Weil ich diese nicht. Da hatte ich gerade angefangen, noch bevor ich Marina getroffen habe. Ich habe da noch einen, der sich insgesamt 1000 Mal verkauft hat, physisch und digital. Da ist der ja. Das ist nicht viel Rappen. Das ist ja schon fast Metal. Der hat mir immer gefallen. Wie war nochmal der Titel? Irgendwas Typen, bla bla. Nochmal nur am Pennen. Ja, da mussten sie ein bisschen was zensieren, damit das im Radio gespielt werden konnte. Aber unser Text, aber unser erster Hit als Tentacool, App and Flow, hat sich verkauft für nix. Tentacool, was ist das? Das musst du doch wissen. Das ist unsere Band mit großem C. Ist die Musik spritzig? Allein die Frage. Wir sind die spritzigsten überhaupt. Ja, auch wenn mir die Kritiken von unseren ersten Auftritt eine Sekunde oder zwei Sorgen gemacht haben. Ja, ich war das große Mädel ein Nebenperler. Lololol. Ja, nach diesem Auftritt meine Fans alle so, das ist doch nicht dieselbe, die irgendwas Typen Scheiße nochmal nur am Pennen geschrieben hat. Scheiß Typen. Fuck nochmal nur am Pen, soll das so heißen? Hey, und dann haben wir dann mit den Nachrichten angefangen. Das war so um unsere Viertel-Singles herum. Genau, da haben wir noch den C-Sirens übernommen. Ja, die waren viel besser als ihr. C-Sirens? Das habe ich bei meinen Nachforschungen über dich rausgefunden, Opi. Das sind deine Enkelinnen. Gib das mal her. Nee, gib dir das mal. Aha, da haben sich sogar alle getroffen. Oh, vielen Dank. Sag bloß, du hast das nicht gewusst. Die C-Sirens waren so mit ihren Solo-Karrieren beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für die Nachrichten hatten. Jo, wir müssen auch etwas dahinterher sein. Mehr solche Jobs an Land zu ziehen, Networking und so. Da hast du recht. Und sobald du ohne, was? Stützräder Radfahren kannst, ist uns der Werbevertrag mit der Buckelwalpiste so gut wie sicher. Aha. Okay, klar, Marina. Wenn wir hier fertig sind, übe ich bis zum Umfallen. Sie fährt mit 3 Rädern? Okay. Jo. Fangen wir einfach die nächste Mission an. Was sollen wir tun? Lass dich auf dem Weg zum Ziel nicht treffen. Oh, ausweichen. Okay. Das hatten wir auch schon mal. Ich finde blöd, dass sie hier so ein paar Szenarien haben und die immer wieder wiederholen. Das ist so ein bisschen, naja. Boom. So. Dann wollen wir mal nicht treffen lassen. So. Oh,
zeitlich. Was? Oh, wow. Okay. Das ist ja abartig. Okay. Weil ich jetzt die Zipline tauschen sollen. Glaube ich. Hä? Ich dachte, sie geht da rein. Oder rauf. Okay. Das wäre so ein. Ja, danke. Ich verstehe es nicht. Manchmal geht es da rauf, manchmal nicht. Wieso macht das nicht? Wow. Dann ist es auch gleich so teuer mit 2000. Okay, wir haben es geschafft. Könnt ihr meisten ausweichen. So. Danke. Toll. Wir sind doch noch scheiße. Wow. Ja. Wo soll ich denn? Ach, warte mal, war in der Mitte gerade was? Ah, da ist auch noch was. Okay, die Mitte kann ich natürlich. Hallo, rein da, danke. Wow. Okay. Aber wir haben es geschafft. Nice. Oh, fertig. So, jetzt können wir uns das vierte Dingsbums holen. Oder lassen wir das? Machen erst noch ein paar Level. Ist die Frage. Wir können uns das Dingsbums holen. Es gibt nur einen Trick im Chatlog. Ja gut, dann lesen wir uns erstmal wieder die durch. Nummer 10. Princess ist dabei. Ich bin wieder da, ha. Was geht ab? Willkommen zurück, junge Dame. Ich war gerade auf dem Inkopolisplatz Saft kaufen und da waren Oktolinge, so ganz lässig am Chillen. Die Oktorianer sind gekommen. Ja, es gibt noch mehr von uns. In denen die tintastischen Grooves etwas zum Klingen gebracht haben. Kein Freund tintastischer Musik kann mein Feind sein. Das hast du immer wieder schon gesagt. Also sind wir alle Freunde. Bestimmt finden sie sich ruckzuck in der Inkling-Kultur zurecht. Ja. Yeah. Und wir kriegen etwas, vielleicht etwas mehr Oktorianer-Musik zu hören. Wenn sie sich mit der Inkling-Kultur beschäftigen, werden sie wohl auch an Revierkämpfen teilnehmen, oder? Na klar. Ja, das wird spritzig. Kommt jetzt ein neuer großer Revierkrieg? Ach, was? Nicht mal annähernd. Für unsere Generation sind Revierkämpfe wie Sport. Wirklich? Manche der Oktolinge haben sogar schon Jobs bei der Bär GmbH. Aha. Wow. Zusammen gegen einen gemeinsamen Feind, was? Das hat was. Hast du gehört, Acht? Je schneller du hier rauskommst, desto schneller können wir uns in den Revierkampf stürzen. Ja. Und theoretisch kann ich auch direkt das jetzt machen. Aber ich glaube, das sparen wir uns noch ein bisschen auf und gucken mal, erreiche mit dem Tintendüser das Ziel. Achso. Oder, opa, was haben wir hier? Zerstöre alle Ziele mit begrenztem Tintenvorrat. Okay, das ist nicht auf Zeit. Eigentlich können wir die machen und dann vielleicht hier nochmal langlaufen. Ich will schon noch ein paar Level machen, da, dass wir die zumindest mal ein bisschen gesehen haben. Einen haben wir übersprungen, einer ist noch frei links, aber na, sonst haben wir nur die rechts. Ich denke, wir werden erstmal hier den Part beenden und dann mit dem hier, glaube ich, anfangen. Ich glaube, es klingt ganz gut. So, dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.